Ziele und Maßnahmen für das Redesign definieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG. In meinem letzten Beitrag habe ich über Personas gesprochen, also den ersten Schritt zum Redesign einer Website. Heute geht es über Ziele und Maßnahmen. Wird oft außer Acht gelassen. Es ist aber wichtig, dass ich mir Gedanken mache über das Thema, bevor ich dann schlussendlich mit dem Redesign starte, denn dann stimmt der Fokus auch eher, was das ganze Design betrifft. Ich habe hier Ziele aufgeführt oder wie das funktionieren könnte. Steigen der Visits, das wäre ein Ziel. Die Maßnahme ist dann in dem Fall jetzt nicht angegeben, weil das eben kein Ziel ist. Steigen von Visits kann ich machen, indem ich mehr AdWords kaufe, indem ich vielleicht Banner schalte, indem ich den Newsletter öfter verschicke. Also es muss schon ein bisschen spezifischer sein, passt also nicht als Ziel. Ein Ziel wäre beispielsweise Steigen des organischen Traffics um 20%. Ist auch gut, wenn man das quantitativ festhält, nicht nur einfach, dass man generell den Traffic steigern will, dass ich auch ein Ziel habe und das vielleicht dann innerhalb vom ersten Jahr nach dem Redesign. Das kann ich machen, indem ich SEO-Maßnahmen ergreife, verstärkt entweder interne oder externe Unterstützung zuziehe, dass ich da eben auch das Ziel erreiche. Also ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur das Ziel stecken, auch die Maßnahme definieren. Ein anderer wichtiger Punkt oder ein wichtiges Ziel, das ich mir setzen könnte, wäre zum Beispiel 10% Bestellungen, Anmeldungen. Bestellungen gehen nur in einem Shop, Anmeldungen für irgendwie ein Seminar oder Downloads oder Views von einem Video oder beispielsweise Formular, Kontaktaufnahmen. Das also Punkte, die ich mir als Ziel setzen könnte. Da würde beispielsweise als Maßnahme ein monatlicher Newsletter passen oder auch Offline-Maßnahmen an bestehende Kunden. Also auch da wieder zwei Maßnahmen, die das Ziel näher bringen können. Ein weiterer Punkt, den ich mir als Ziel setzen könnte, sind 1000 neue Newsletter-Abonnenten innerhalb der ersten 6 Monate nach dem Redesign. Auch das müsste ich unterstützen, indem ich beispielsweise die Anmeldung prominenter und simpler mache, weniger Felder, kürzer als Möglichkeit oder Call to Action für den Newsletter auf Unter- und Bestätigungsseiten. Also beispielsweise, wenn jemand was bestellt hat, dann kriegt er noch die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden oder wenn er auf einer Unterseite irgendwo einen Abschluss gemacht hat, sei es nur ein Kontaktformular ausgefüllt, dass ich ihm das da noch anbiete und eben diese Anmeldung für den Newsletter prominenter bringe. Das sind also mögliche Ziele, die Sie sich setzen sollten. Das hier sind jetzt 3 Stück. Das müssen nicht 20 sein, aber sicher ein paar dürfen es sein und wichtig, auch hier Maßnahmen ergreifen. Und noch wichtiger, da muss natürlich auch irgendein Dollarzeichen hinten dran, weil ich muss hier auch irgendwas investieren, das kommt nicht einfach so, also das Redesign alleine macht es noch nicht aus. Wichtig ist aber, dass ich diese Punkte kenne, denn wenn ich sie kenne, kann ich mich nachher beim Design auch wieder auf diese Ziele abstützen bzw. die in den Fokus nehmen und so einfach spezifischer einen Auftritt konzipieren, als wenn ich das einfach mal so zur Hüfte raus schießend mache. Das ist also der zweite Punkt auf meiner Strecke zum Redesign. Als nächstes kommen Themen wie beispielsweise die Use Cases, die ich noch besprechen werde, das aber dann im nächsten Video. Kommentare würde ich mich immer hier freuen. Mein Name ist Philipp Sauber und ich bin von der INM AG.